Hallo, Löwe. Du hast am 1. des Monats Sonne Quadrat Mars. Nicht alles, was du dir am Monatsanfang vornimmst, wird dir so gelingen, wie du es möchtest. Geduld und Gelassenheit sind bis 14. Februar empfehlenswert. Wahrscheinlich bist du sehr angespannt, weil du einen wichtigen Termin hast oder weil eine bestimmte zwischenmenschliche Beziehung hinderlich für die Verwirklichung deiner Ziele ist. Falls zutreffend, können geschäftliche, behördliche und rechtliche Angelegenheiten mit vielen Hürden in Verbindung stehen. Am 2. haben wir Venus im Wassermann schon eingetreten und das heißt, bis 25. Februar wird man sich für mehr Fairness und Ausgeglichenheit im privaten sowie im geschäftlichen Bereich einsetzen. Der Abschluss von jeglichen Verträgen ist im Februar äußerst ungünstig. Eine Trennung oder der Abbruch eines Verhältnisses ist möglich. Wir haben zwischen 2. und 11. Februar Venus Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Eine Hochzeit, Feier oder andere wichtige Anlässe werden bei vielen Löwen in den Vordergrund treten. Wenn dies nicht zutrifft, dann wird man eine wichtige Prüfung oder Termin innerhalb dieser Zeitspanne haben. Eine wichtige Entscheidung ist zu treffen und diese kann später rechtliche Konsequenzen haben. Zwischen 10. und 11. Februar haben wir einen Neumond in Wassermann. Neues im Bereich der Partnerschaften ist bis Anfang März zu erwarten. Dies lässt sich je nach Person positiv oder negativ interpretieren. In beruflichem Sinne kann man mit diesem Mond neue Entwicklungen in seinem Berufsleben beobachten, die dazu beitragen, den Kontakt und Informationsaustausch mit anderen Menschen zu intensivieren. Zwischen 12. und 17. Februar haben wir Saturn Quadrat Uranus. Du bist dabei, neue Wege zu finden, um dich privat und geschäftlich weiterzuentwickeln. Eine neue Alternative zum bekannten Milieu wird dir gezeigt, wenn du bereit bist, deine eigenen Konzepte und Ideen innerhalb einer Gruppe oder Netzwerk umzusetzen. Wenn dies der Fall ist, dann musst du im Jahr 2021 besonders geduldig sein. Wir haben am 18. Sonne in Fische eingetreten. Bis 20. März ist eine große Geldinvestition erforderlich. Es kann auch bis Ende März geschehen, dass man ein Geld nicht bekommt oder finanzielle Verluste erlebt. Zwischen 19. und 20. haben wir Venus Quadrat Mars. Du könntest starke Emotionen an diesen Tagen spüren. Sich unter Druck zu setzen würde nichts bringen. Anstattdessen sollte man den Dingen ihren natürlichen Lauf lassen. Am 21. hast du Merkur direktläufig in Wassermann. Bis spätestens Mitte März wird eine lästige Angelegenheit, die sich verzögert hat, abgeschlossen sein. Zwischen 22. und 25. haben wir Mars Trigon Pluto. Du hast die nötige Stärke und den Mut, dich nicht von Personen oder Situationen runterzukriegen, die dich schaden wollen. Ein tiefgreifendes Gespräch mit einer Person ist unerlässlich, damit man mehr Klarheit in Bezug auf eine Sache hat. Haushaltsarbeiten und Arbeit hinter den Kulissen ist mit dieser Konstellation äußerst begünstigt. Wir haben dann am 25. Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März wirst du dich stark mit den Inhalten anderer Menschen beschäftigen. Es kann sein, dass du jemanden bei einer schwierigen Situation unterstützen wirst. Und dann haben wir zwischen 26. und 27. Vollmond in Jungfrau. Am Monatsende stellt sich die Frage, ob neue Maßnahmen notwendig sind, damit man seine Finanzen stabilisiert oder vergrößert. Lieber Löwe, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Aussage. Wenn du eine individuelle Beratung brauchst, kannst du diese auf meiner Homepage buchen. Ich wünsche dir viel Glück im Februar 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.